Ja, vielen Dank, Elze, für das schöne Zeugnis. Und ich grüße auch mal ganz besonders online. Ich habe vorhin noch mal geschaut, habe noch einen Link rumgeschickt. Leute aus Langwasser, aus Seugendorf, aus Bruck drüben. Es sind einige dabei. Seid auch begrüßt. Herzlich gegrüßt und ich grüße natürlich euch Anwesenden. Es ist ein Vorrecht, dass wir hier sein dürfen und Gottesdienst feiern dürfen und dass sein Wort kommen können und dürfen. Richtig live. Und wir sehen schon, der Bernd hat schon mal die Folie eingeblendet. Jesus, who, Elze. Also Elze, es hat auch mit dir zu tun, tatsächlich. Und mit uns allen. Jesus, wer sonst? Who else? Um wen geht's denn sonst? Wir sind in der Reihe einen Schritt weiter im Februar jetzt vom HGV und diesmal geht es um Jesus. Und ihr seht von dem Bild schon und auch von dem kleinen Piktogramm oder so, dass es da um Anbetung geht. Wir kommen, wenn wir über Jesus reden, in die Anbetung Gottes. Und das werden wir jetzt auch von diesem Text sehen, der da angegeben wurde. Den können wir gleich mal einblenden, weil das ist eine Menge Holz, die wir jetzt zu hacken haben. 14 Verse, für jeden Vers also etwa 2 Minuten. Und das kriegen wir hin. Da haben wir gleich mal den ersten Vers. Wir sprechen jetzt über Epheser 1, 1 bis 14. Das ist eine Hymne. Ein Hymnus, ein Lobpreis auf Gott, auf den Dreieinigen und vor allem auf Jesus Christus, den Messias. Und ja, was kann ein Mensch schreiben, der im Gefängnis sitzt, dem alles genommen wurde, dem alles Materielle genommen wurde, der geschlagen und gefoltert wurde? Ein Paulus hat diese Zeilen aus dem Gefängnis geschrieben, unter großer Bedrängnis und nach außen gesehen, ohnmächtig, chancenlos. Und da stimmt dieser Mann einen Lobpreis an. Und er begrüßt seine geliebte Gemeinde mit vielleicht offenen Wunden, aber mit dem Herzen erfüllt, grüßt er, der Apostel Christi, wie er sich nennt, Christi Jesu. Ich lese mal, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Mensch hat menschlich gesehen nichts mehr. In Ketten, verachtet, geschlagen. Er hat menschlich gesehen nichts, aber geistlich gesehen alles. Er hat alles in sich und es kann ihm niemand rauben. Er hat nämlich Jesus. Er hat den Himmel in sich. Und wir werden noch sehen, wie er das hier entfaltet, was er, dieser Jesus Christus, für den Paulus bedeutet und auch für uns bedeuten kann. Und ich wünsche mir von Herzen für uns alle, online und natürlich hier vor Ort, dass wir erfüllt von diesem Lobpreis heute nach Hause gehen und nur noch jubeln können. Und wenn wir auch vielleicht wenig Materielles haben oder viel Schwierigkeiten oder Ängste oder sonst was, wir aber mit so einer Freude und mit so einem Bewusstsein nach Hause gehen, dass wir reich beschenkt sind, dass wir Erben des Himmels sind. Und weil eben der Paulus alles hatte, konnte er auch alle ermutigen und so eine Kraft rüberbringen, in Ketten liegend, eingesperrt. Und auch wir haben gelernt, auch in erster Linie von dem Paulus, dass er nämlich die Gemeinden nie als so begnadigte Sünder anspricht, wie es manchmal auch von Kanzeln getan wird. Sind alle Sünder. Schau mal in die Briefe des Paulus, wir sind von unserem Status keine Sünder mehr. Wir sind, und hier steht es wieder mal schön, diesmal auch in Rot, Heilige. Keine Sünder mehr.
sind Heilige von Gott heilig gemacht, weil wir an Jesus Christus glauben. Und allein das rechtfertigt uns und macht uns heilig. Kaum zu glauben, aber wahr, hier steht es, weiß auf braun und rot auf braun. In der Bibel in der Regel schwarz auf weiß. Dann kannst du es nehmen für dich und sagen, ich bin geheiligt durch Jesus, durch den Glauben. Und weil wir Heilige sind, weil wir Erlöste sind, weil wir Beschenkte sind, weil wir Gnade haben und Frieden mit Gott haben, weil er unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, kann Paulus hier einen Lobpreis anstimmen. Wir haben ja auch mit alten Liedern, die ich auch sehr liebe, Gott gepriesen und uns zugesungen, was uns gehört, und ihm unseren Dank entgegen gesummt zur Zeit. Aber mit unserem Herzen, das dann schwingt, gell? Und dann stimmt der Paulus den Lobpreis an. Euch wird es auffallen, ich habe es uns hingeschrieben, es sind aus verschiedensten Übersetzungen, wo es am schönsten und am besten rüberkommt, was da in Luther oft, oder im Urtext ja noch schwieriger, was da oft schwierig, knarrig steht und du denkst, was ist denn jetzt da gemeint? Aber gelobt oder gepriesen, das kennen wir, ne? Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmeln gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Oh. Der Harry nickt schon. Harry ahnt schon, was da kommt. Was soll man denn da sagen? Was soll man denn da sagen? In den Himmeln. Das ist übrigens ganz naturwissenschaftlich, weil die Naturwissenschaft spricht mittlerweile nicht mehr vom Universum, sondern von dem Multiversum. Wir haben vielleicht, wir wissen ja fast nichts. Unser Wissen, ein Tropfen, das Wissen, ein Meer, ne, wie Einstein gesagt hat. Multiversen. Es ist, je mehr wir entdecken, desto kleiner werden wir und merken wir, oh, wir sind ja nicht mal mehr ein Atom als Menschen und unsere kleine Welt. Und doch sind wir irgendwo doch das Zentrum aller Multiversen für Gott, weil wir, seine geliebten Geschöpfe, hier leben. Und warum preist der Paulus? Warum sei Gott gepriesen? Aus Dankbarkeit. Es ist eine Antwort aus Dankbarkeit. Wir sind gesegnet und dann segnen wir Gott. Und ich habe mir bewusst das so in Kursiv gestellt, gepriesen und gesegnet ist im Urtext das Gleiche. Und wir kennen das, dass man im Englischen oft sagt, blessed be the name, blessed be God. Gesegnet sei Gott, das kennen wir gar nicht so. Gesegnet sei Gott. Wir sagen, gepriesen und gelobt. Aber ja, und das, da merken wir, das ist auch ein Wortspiel. Im Urtext kommt es noch viel stärker raus. Da merkt man dann, dass es ein ähnliches Wort wieder auftaucht. Gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat. Wir sind gesegnet und wir segnen wieder. Und da merkt man schon, dass es ein Dialog ist, ein Beziehungsgeschehen, das da entsteht. Viele Menschen sind doch, wenn wir uns umschauen, wie unterschiedlich und wie ungerecht ist es auf der Welt, ne? Auch was Verfolgung angeht, Else, du hast es erzählt. Viele Menschen sind materiell reich gesegnet. Viel mehr als ich, wenn ich mich so umschaue, und man schaut immer, dummerweise immer so auf den, der mehr hat und denkt sich, warum habe ich das nicht? Wir sind aber gesegnet mit Immateriellen, mit Unsichtbaren, mit Unvergänglichem und Ewigem. Das ist viel, viel mehr und wichtiger als mit Materiellem, dass alles vergehen wird. Da nimmt niemand was mit, nicht das geringste bisschen. Wir sind in den Himmeln ewig gesegnet und zwar mit allem geistlichen Segen. Tutto completo. Da fehlt es an nichts. Da ist nichts, was Gott noch an uns vermisst und denkt sich, ja, er ist noch nicht ganz so weit oder sie.
Doch, wir sind so weit, wir könnten sofort nach Hause gehen. In den Himmel, in die Himmel. So krass. Und wir müssen weiter. Waren schon 2 Minuten für den Vers? Harry nickt. Wir gehen weiter. In den nächsten Vers 4. Ein Vers für Verse auslegen. Und ich liebe das auch, weil da so gewaltig viel drinsteckt, wo ich sage, das ist wie Essen, wie ein Buffet. Und ich esse mich jetzt satt. Und nehmt mal euch mit. Ihr könnt wahrscheinlich nicht alles reinstopfen. Aber nehmt euch das mit, was euch jetzt so fehlt und was ihr braucht. Und vielleicht schafft es der ein oder andere von euch, doch mit beiden Händen voll nach Hause zu gehen. Ich lese den Vers 4. Denn in oder durch Christus hat er uns schon vor der Erschaffung erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist der Grund des Paulus für den himmlischen Segen. Dieser allumfassende Segen. Du und ich wurden auserwählt. Kannst du das glauben? Auserwählt, bevor der Welt grundgelegt war. Ja, das kann nur Gott. Er kennt keine Zeit, kein Beginn, kein Ende. Und da können wir sagen, ich bin auserwählt. Sagt mal, ich bin auserwählt. So ganz leise, wir sollen ja nicht singen, aber von Reden steht da nichts in den Vorschriften. Ich bin auserwählt. Mensch, du, das kannst du einfach mal sagen. Und nicht nur, ich bin gewollt und irgendwie, du bist so richtig auserwählt. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen hochmütig. Ja, aber bitte, da steht's doch. Ich meine, wir sind jetzt nicht in Ephesus, ne? Wir sind hier in Denelo. Oder in Langwasser, oder in Zeugendorf, oder in Bruck, oder egal, wo, du bist auserwählt, wenn du glaubst. Dass du glauben kannst, ist kein Verdienst, das ist ein Geschenk. Und geheiligt heißt tadellos. Tadellos sieht uns Gott an. Wenn du selber in den Spiegel schaust, oder hier in die Plexiglasscheibe, sehe ich mich auch. Dann denkst du, naja, ist das so wirklich, wie es da steht? Doch, durch Jesus. Durch Jesus deswegen, Jesus first, who else? Wer denn sonst macht dich denn gerecht und bringt dich in den Himmel? Es ist allein er. Deswegen sprechen wir so viel von Jesus Christus, dessen Name Programm ist. Das heißt Jesus, also Jahwe rettet, Jahwe Jascha, das ist sein Name, ist Programm. Und unsere Bestimmung ist es, deswegen auch hier in Rot, in der Gegenwart des dreieinigen Gottes zu leben, in seiner Gegenwart, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist unsere Bestimmung, sagt Paulus auch an einer anderen Stelle nochmal deutlich. Wenn wir nach unserer Bestimmung fragen, ja, was ist denn jetzt meine Bestimmung und meine Berufung? Der Gegenwart Gottes zu leben. So wie Ehepaare bestimmt sind, miteinander zu leben und zu lieben und immer in Gemeinschaft zu sein. Wenn es in Ferne ist, mal mit dem Telefon oder mit den Medien irgendwie. Ja, wir sind ihm stets vor Augen und wir sind vollgepumpt mit seiner Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen, wie Paulus auch an einer anderen Stelle sagt. Schon krasser. Und wir können ein geheiligtes und ein untadliches Leben führen. Wie denn? Stimmt doch manchmal gar nicht, oder? Aber Kraft unseres Status, unserer neuen Identität, führen wir so ein Leben. Ja, führen wir so ein Leben. Das ist halt das, was alles andere als religiös ist. Christsein hat nichts mit Religiosität zu tun, nicht wirklich. Aber das wäre ein anderes Thema. Gehen wir einen Schritt weiter in den Vers 5 von 14. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan,
seine Vorherbestimmung. Uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Hatte er Wohlgefallen. Das ist doch nochmal, wie es nochmal Luther übersetzt hat. Kann man sich das vorstellen? Gott hat dich auserwählt und gesagt, rausgepickt und gedacht, und so richtig rumgesprungen. Oder wie die Engel, ne? Freude haben, wenn ein Mensch umkehrt und zu Gott kommt. Dann gibt es da Party im Himmel. Ach, das ist so schön. Gott hat eine Familienplanung gehabt und hat die von Anfang an gemacht. Und nichts konnte ihn davon abbringen, dich dazu mit reinzunehmen. Ja, nichts anderes lesen wir hier. Dich zu seinem Kind zu machen. Und da hat er sich richtig gefreut drüber. Sabine und ich, wir haben zwei wunderbare Kinder. Unseren Micha, unseren Sohn, und Lena, unsere Tochter. Und ja, wir freuen uns über die beiden so wie über nichts anderes. Es ist das Wertvollste, das wir menschlich gesehen haben. Auch ein Geschenk des Himmels. Aber wenn es darauf ankommt, wir müssen entscheiden, was kann alles weg, dann würden wir alles wegtun. Aber unsere Kinder, würden wir sagen, die bleiben in unserem Herzen. Natürlich außer Jesus. Aber vom Materiellen gesprochen. Und Kinder sind wie wir materiell. Wir sind Menschen. Und so ist es bei Gott auch. Es wird auch mal alles weggetan werden. Es wird nichts bleiben. Es werden nur unsere Seelen übrig bleiben und bei ihm sein. Wir sind Kinder Gottes und Liebende und Lobende Gottes. Ja, das ist unser Dienst. Denn wir sind geliebte und begnadete Kinder. Überreich und steinreich beschenkt. Ich denke mir manchmal, was hänge ich mich da manchmal an irgendetwas Materiellem. Es soll nur zeitlich sein und mal zwischendurch, damit wir es benutzen, um leben zu können, mehr, aber dann auch nicht. Und deshalb, sagt der Paulus, loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt oder begnadet hat. Deswegen ist es eben Gnade, die Charis. Die Gnade hat mit Liebe auch zu tun. Ja. Wir kennen Charité, ne, ist jetzt gerade wieder so eine Serie, heißt Liebe oder Gnade, kann man beides übersetzen. Und deswegen loben wir Gott, weil warum? Auch wieder aus Dankbarkeit für seine herrliche Gnade. Und durch den geliebten Sohn hat er uns überschüttet mit allem. Nach der Erwählung bringt Paulus den Aspekt der Erlösung. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Sind erlöst. Sagt mir jetzt ganz leise, ich bin erlöst. Jawohl. Was war das Erste? Bin auserwählt. Nicht vergessen. Drei Sachen nehmen wir heute mit. Ja. Bin auserwählt und ich bin erlöst. Durch Jesus. Weil eben sein Nameprogramm ist, Jahwe rettet. Und wir sind. Wir sind. Das ist Faktum ist. Es ist so, wie es ist. Und es ist unumstößlich, weil Gott es einmal gemacht hat und sich dazu entschieden hat. Das ist unumkehrbar. Harry, wie viele Dinge sind unumkehrbar? Schwierig, ne? Das wäre jetzt eine metaphysische Frage, ne? Das ist eine Umkehrung von manchen Prozessen und manchen eben nicht. Gottes Wille und seine Entscheidung ist unumkehrbar. Das ist Gnade. Sie ist unverdient und bedingungslos. Es ist einfach, weil Gott
es wollte. Warum? Weil er Liebe ist. Weil er seine Geschöpfe liebt. Weil er dich auserwählt hat. Auserwählung ist ein großes Thema, können wir jetzt nicht ganz so tief einsteigen. Wir haben so in Tabor mal gesagt, es sind eigentlich alle Menschen auserwählt. Da passt es eigentlich komischerweise mal wirklich. Es sind eigentlich auserwählt, aber viele wollen halt einfach nicht. Und Gott lässt in dem Sinn ihren Willen auch freien Lauf. Das ist tragisch manchmal, es ist aber auch ein Tribut, den die Freiheit auch bietet, fordert, zollt, wie man es auch nennen will. Aber es ist, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Es muss nicht unser Blut fließen. Es war schon immer, durch Blut wurde Sünde gesühnt, wurde wieder alles, die Verbindung hergestellt zu Gott. Ja, und wir zehren davon. Wir zehren davon. Es ist einfach Gottes unermesslich große Gnade. Wir sind erlöst, uns ist vergeben. Deswegen sind wir heilig. Es war so, wirklich auch im Alten Bund, in der Stiftshütte, im Allerheiligsten, wurde alles besprengt mit Blut. Und in dem Moment war es heilig, durfte für nichts anderes benutzt werden. Und wir sind auch besprengt mit Jesu Blut. Und deswegen sind wir heilig. Das noch eins obendrauf. Nächster Vers 8 und 9. Außer unserer Erlösung gibt es noch mehr. Also was hier in diesem Text steht, wir werden da geflutet. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Seine Gnadengabe, Gottes Gnadengabe, ist also noch außer Auserwählung, dass uns vergeben wird, dass wir erlöst wurden, dass du erlöst wurdest, auch noch Weisheit und Erkenntnis noch obendrauf gepackt. Wozu? Wozu brauchen wir jetzt auf einmal Weisheit und Erkenntnis? Um Gottes Willen und seine geheimen Pläne zu erkennen. Es ist nicht alles so offenbar. Es ist auch nicht alles ganz verborgen und geheim. Aber du brauchst dazu geistliche, übernatürliche Erkenntnis und Weisheit. Nicht Klugheit. Weisheit ist was göttlich ist. Wenn du die Weisheit Gottes hast, dann erkennst du Gottes Willen. Auf einmal wird dir das klar, es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Ach, so ist das. Dass es doch ein Stück Geheimnis ist, warum manchen Menschen Dinge offenbart werden, manchen nicht. Unser Gebet ist dann das, was es öffnen kann. Was dir den Heiligen Geist zum Menschen bringt und sie dann auf einmal Jesus erkennen können, Gott erkennen können. Gottes Plan A heißt Jesus Christus und es gibt keinen Plan B. Es gibt nur einen einzigen Heilsplan und der heißt Jesus Christus. Deswegen, Jesus, who else? Wer sonst? Warum reden wir so viel über ihn? Er ist der Urheber aller Dinge. Paulus outet sich jetzt als Whistleblower, als Verräter der ursprünglichen und zukünftigen Pläne Gottes. Dann schreibt er, Gott wollte seinen Plan verwirklichen, sobald die Zeit dafür gekommen war und er ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Leute, das ist jetzt auch eine spannende Geschichte, für die wir 2 Minuten Zeit haben. Wir haben schon gesagt, dass die Astrophysiker von Multiversen sprechen, von einem Multiversum, von mehreren Universen. Und Jesus ist das Oberhaupt
Der Pantokrator, der Allherrscher aller Dinge, von denen wir teilweise keinen Plan haben. Nur ein Tropfen im Ozean. Und es gibt bald eine Wiedervereinigung. Nicht so eine, wie wir in Deutschland hatten. Die ist läppisch dagegen. Man, dafür sind wir auch dankbar. Haben wir damals gesungen, alle. Nun danket alle Gott. Und er war der Urheber dazu, bin ich überzeugt. Es gibt aber bald eine Wiedervereinigung. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Das war damals auch so ein Spruch. Es wird eine Wiedervereinigung durch Jesus geben, was der Himmel und die Erde betreffen. Wir werden vereint mit dem Himmel. Er ist eigentlich schon in uns. Er ist nur nicht noch so offenbar. Aber er wird, dieser Himmel in uns wird offenbar werden. Es wird offenbar werden, wer wir und was wir sind. Oh, das gibt lange Gesichter bei vielen und Jubel bei uns. Lass uns das einfach mal so aufnehmen. Durch Jesus wird alles vereint, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Es ist noch nicht alles vollbracht. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht, aber vollendet wird es dann, wenn er wiederkommt. Da können wir uns drauf freuen, Leute. Paulus verrät uns noch was Wichtiges. Er schreibt im Vers 11, außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. So, wir werden Erben sein. Schön ist es, was zu erben, ne? Wir haben von meiner Schwiegermutter ein bisschen was, ein paar Euro geerbt und so. Schön, da hat man ein bisschen Spielraum, ne? Muss man nicht dauernd so rumkrebsen und auf Pump kaufen. Dann kann man einfach mal was ausgeben und es ist gleich bezahlt. Das ist schön zu erben. Es ist schön zu erben. Materielles ist schon schön zu erben. Wie viel mehr ist es, den Himmel zu erben? Hey, wenn man sich's überlegt, Gottes Erbe zu sein, das heißt, alles, was Gott besitzt, gehört dir und mir. Die Multiversen. Wir kriegen vielleicht jeder ein eigenes Universum. Harry, ist es nicht ein Gedanke? Ja, oh. Jeder. Es wird unübersichtlich, aber Gott hat da dann den Plan drüber und die Herrschaft. Jeder ein eigenes Universum. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es ist wirklich unvorstellbar, was wir erben werden. Da werden wir sein wie die Träumenden, die nicht fassen, was sie sehen, wie es einem schönen Lied in einem alten auch heißt. Und jetzt dürft ihr mal sagen, ich bin Erbe Gottes. Könnt ihr es glauben? So ein bisschen können wir es erfassen, was es bedeutet. Es reicht, wenn wir sagen, wenn wir wissen, wir sind Gottes Kinder und somit auch seine Erben. Das Testament ist längst verfasst und dein Name steht da drin. Ja, das Buch des Lebens nennt sich das auch. Da steht dein Name drin. Das soll mir genügen. Leute, was hat Gott für Pläne? Ich finde es total verrückt, wenn man so will. Nur das Beste für seine Kinder. Nur das Beste. Und dann schreibt Paulus, dem Lob seiner Herrlichkeit sollten wir dienen, sollten wir leben, die wir schon lange unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. So, und jetzt kommt noch deine und meine Bestimmung und Berufung. Den möchte Paulus nicht vergessen. Was jetzt? Jetzt haben wir einiges gehört und erfahren, teilweise Geheimnisse, Pläne, den Willen Gottes. Und was jetzt? Ja, wir leben, um zu dienen. Ich weiß nicht, wozu du dich berufen fühlst.
Aber wir sind dazu da für das Lob seiner Herrlichkeit. Dafür sind wir da. Wir brauchen da nicht immer so mit dem Kopf im Sand oder nur so kopfhängend. Wir sollten mal uns erheben und auch mal das realisieren, was wir in uns haben, was uns gehört. Dass wir Auserwählte sind, dass wir Erlöste sind und dass wir Erben sind. Mann, da hätte dann der Nietzsche damals nicht sein müssen. Ich würde an einen Erlöser glauben, wenn ihr Christen Erlöster wirken würdet. Aber ihr schaut ja aus, als hättet ihr irgendwie 3 Zitronen auf einmal gegessen. Ich lerne da auch daran, fröhlich zu sein und mein Erbe im Blick zu haben und damit Jesus im Blick zu haben. Jetzt kommen die letzten beiden Verse. Der vorletzte. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Als Erwählte, Erlöste und Erben sind wir, bist du, heiliges Eigentum. Es ist zwar auch unsichtbar, aber es ist reell. Wir glauben das, dass der Heilige Geist in uns ist und uns versiegelt, das Erkennungszeichen sein wird. Es wird kein Taufpass sein oder irgendwas oder irgendwelche Denominationen, ich bin katholisch, evangelisch, charismatisch, freikirchlich, LKG und so weiter, was noch alles gibt, an der Himmelstür, ne? Das wird es nicht brauchen. Gott wird uns und die Engel und alle werden uns erkennen in der unsichtbaren Welt. Auch, was von unten ist, wer wir sind. Dass wir unantastbar sind an der Stelle geistlich. Menschlich nicht. Paulus sitzt ja auch im Gefängnis, wie gesagt. Ne? Vielleicht klingt das nach einer Sache, aber du gehörst Gott und bist heilig wie er. Das ist eigentlich unfassbar, heilig wie er es ist. Ein Siegel schützt ja etwas vor einem unberechtigten Öffnen. Ja, also wenn was versiegelt wurde, Siegel drauf vom Absender und der Empfänger, nur der stand dann drauf, dürfte es brechen und aufmachen. Und so ist es mit uns auch. Keine Macht hat das Recht auf dich und mich, allein der dreieinige Gott darf dieses Siegel brechen und in unser Innerstes ran. Das ist so. Deswegen dieses Siegel des Heiligen Geistes. Da brauchen wir keine Angst haben, oh, komme ich denn in den Himmel, werde ich vielleicht übersehen oder so, oder reißt mich der Teufel noch irgendwie weg, oder kann der mich ihm rauben? Nee, keine Macht der Welt kann uns aus seiner Hand reißen. Jetzt kommen wir zum Finale. Dann haben wir es geschafft. Da waren wir fleißig. Der Vers 14. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Einen Teil unseres Erbes haben wir schon in uns, den Heiligen Geist. Eine Anzahlung, eine Versicherung. Wenn du ein Auto kaufst für 50.000 oder ein Haus für 500.000 oder 1,5 Millionen und du zahlst nur 500 Euro an, gehört es quasi dir. Es ist reserviert, eine Anzahlung. Und diese Anzahlung haben wir. Da ist noch einiges unvollkommen und denkst du, ja, wie, und da ist noch das und jenes. Nö, wir sind schon in Besitz genommen, versiegelt, diese Anzahlung ist geleistet und den Rest gibt es dann, wenn er wiederkommt und uns heimholen wird und vereinen wird und zusammenkommt, was zusammengehört. Und so haben wir mega viel zu danken. Mega viel zu danken. Und so lasst uns noch zum Schluss miteinander beten.
Herr Jesus Christus, danke für dein starkes Wort, das du dem Paulus gegeben hast. Danke für das, was du für uns getan hast. Gott, wir danken dir, dass du deinen Plan hattest und nichts dich davon abbringen ließ, uns auszuerwählen, zu erlösen und als deine Kinder zu machen und somit zu erben. Wir freuen uns drauf, wenn du wiederkommst. Wir wollen uns in die Freude mit reinnehmen lassen. In deine Freude, die du an uns hast. Herr, wir können nur staunen. Und das jetzt auch versuchen, mit nach Haus zu nehmen, was wir hier gelesen haben, was uns gehört. Wir wollen es auch nicht für uns behalten. Wir wollen ein Lob deiner Herrlichkeit sein und dass Menschen um uns herum dann darauf aufmerksam werden, dass bei uns etwas anders ist. Dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, die ja so materialistisch ist. Aber wir haben Übernatürliches in uns. Und so preisen wir dich und loben dich, wie es Paulus gesagt hat. Wir beten dich an. Wir beten an die Macht der Liebe, den dreieinigen Gott, den Vater, der uns geschaffen hat, der seinen Plan hatte. Wir beten an Jesus Christus, wen sonst, ja. Wir beten dich an den Messias, den Erlöser. Wir beten dich im Heiligen Geist an und durch den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt sind, zum ewigen Leben in Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Romantisch und schön. Ja, jetzt dürfen wir noch uns an den Segen Gottes stellen. Als Heilige, als Erlöste, als Erben, als Auserwählte. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Geht hin im Frieden des Herrn, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Bis nächsten Sonntag. Es geht dann weiter. Ich predige wieder über das nächste Thema. Jesus, hohe Elze. Ja. Tschüss nach Langwasser, nach Seugendorf, nach Bruck und wo ihr alle seid. Kleinschwarzenlohe. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Schön, dass ihr auch dabei wart. Es geht nächstes Mal weiter. Spannend. Ja. Und euch einen schönen Sonntag und gute Woche. Bleibt gesund und munter. Bis auf das wir uns wiedersehen. Shalom.